Never Again. Version 3.2. Ruski. Alles klar. Okay, Lieben, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Dann euch da draußen viel Spaß bei Never Again. Oh, das ist gut. Das macht Spaß. Ich bin schon total happy, dass ich hier im Menü rumfummeln darf. Guten Abend, Dex. Lord Kinzo, guten Abend dir auch. Das war eine Hand von einem Mädchen. Das hat man gesehen. War zierlich. Ganz zierlich. Okay. Press any key. Hoi. Wuff hat's gemacht. Wow. Steht da was auf dem Boden? Ex? Okay, geht schon los. Okay, bewegen, alles klar, kennen wir. Ich brauche. Okay, ist alles die übliche Erklärung, bla bla bla. Aber schön auch noch eingepackt mit so einer kleinen bisschen Geschichte. Ne? Sie ist ein bisschen neugierig und guckt sich gerne viele Sachen an. Aber ich glaube. Sie braucht ihren Inhalator. Heißt er Inhalator? Wie heißt das Ding? Da unten, da ist das Ding bestimmt. Wie komme ich denn da runter? Okay. Okay, ich hasse es, wenn ich Asthma-Anfälle habe. Das erschreckt mich sehr. Wow, Inhalator. Inhalator, okay, danke schön. Ich habe damit nie so viel zu tun, deswegen so R drücken. Ach, geht schon. Ist das ziemlich leise, das Spiel? Kann das sein? Ich mach mal ein bisschen lauter wieder. Ich glaube, das Audiovolumen ist einfach alles komplett laut oder leise. Okay, es hat gerade jemand an der Klappe. Steht hier eigentlich Ex? Oh, ich habe ein Kleid. Ich habe ein Kleid an. Ein Dex darf mit dem Kleid rumlaufen. Achso, ich hatte an der Tür geklopft. Hallo? Fängt aber viel zu viel auf einmal ganz schnell an, ne? Bevor es hier überhaupt losgeht, ist man schon voll drin, ne? Jetzt schon? Jumpscare oder was? Stefan? Dad? Where are you? Find Stefan and parents. Ich gehe erstmal wieder zurück. Oh Gott. Ist das Spiel laut genug für euch da draußen? Sag mir das mal. Little Dreamer, du musst einfach mal F5 drücken oder einfach überhaupt mal das Ganze aktualisieren. Das ist alles wieder richtig. Never Again steht jetzt im Titel. Ist alles so, wie es sein soll. Kann ich die Sachen hier aufheben? Rotate mit Q. Oh, nein. Muss ich das in der Hand halten? War es nicht mit Q? Hä? Stand da nicht Q? Okay, mit E kann man ran. Stand da nicht gerade Q? Oder stand der R? Nee, R war doch der. Könnte lauter sein, ne? Aber es ist eigentlich recht laut. Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, ich krieg gleich einen Horror. Kann man die Musik denn irgendwo leiser machen? Nee, ne? Ja, genau, mit Q stand da. Aber sobald ich Q drücke, passiert nichts. Ach so, okay. Gedrückt halten Q und dann kann man das Ding drehen. Okay, alles klar.
ja, das können wir aus den anderen Spielen immer ziehen mit der Maus und sich dann so gesehen den Horn holen, wenn man hier mit der Maus rumhantiert und die Sachen nicht aufgehen. Was ich immer ganz schrecklich finde, sind immer Türen aufmachen oder Schlösser oder sowas. Was geht? So, alles klar. Wir können hier rumfummeln. Kann ich hier was rausholen? Nee, kann man nicht. Kann ich den Stuhl? Oh Gott. Ich bin auf den Stuhl geklettert. Oh mein Gott. Geh wieder runter. Nachher kommt Mama und dann gibt's Ärger. Guck mal aus dem Fenster. My favorite tree. Mein Lieblingsbaum. Und meine Lieblingsschaukel. Man versucht mal mehrmals zu drücken. So. Yes. Also bevor ich das jetzt hier in die Kammer hier rumrenne, hier im Haus rumrenne, hier ist mal wieder was. Okay, wir müssen Schlosscode finden. Komme ich wieder zurück? Ah, mit rechter Maustaste. Okay. Oder? Ich finde das so schön. Manche sagen I think und andere sagen I think. I think that, oh, Teddy kommt aufs Bett. Teddy, setz dich richtig hin. Teddy, setz dich richtig hin, habe ich gesagt. So. Kleine Wutanfälle. So. It won't open. Dann schieben wir den... Das hätten wir auch feiner machen können. Meine Herren! Where did you come from? Alter! Wo kommt der Vogel her? Du Vogel! Der hat mich verschreckt. Nee, so will ich nicht anfangen. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass alles gerade ist. Was der Henkel? Ich mag das, wenn man so viele Sachen irgendwie bewegen kann. Der hat einen Vogel, der Vogel. Hier sind immer so kleine Würfel. Wo ist denn hingeflogen? Wo habe ich denn hingeschmissen? Kann ich die Decke auch aufheben? Nee, ne? Schuhe? Kann ich die Schuhe nehmen? Man kann aber irgendwie ranzoomen mit E und dann wird das alles so grau. Ah, man sagt, das Spiel sagt mir, wo ich was machen kann. Ach, guck mal, cool. Haus aufmachen. Leg den Würfel mal auf den Tisch. Komm, ich leg den Würfel mal. Ups. Oh Gott, das ist ein Titaniumwürfel. So, der haut direkt den Stuhl um. Ich mag das Zimmer übrigens. Voll schön. Man braucht nicht mehr. Man braucht eine Kiste. Das Ding ist einfach nur so ein Eckenfüller. Was liegt denn eigentlich unterm Bett? Da liegt doch... Wie kann ich den eigentlich hier noch so drunter? Irgendwie kann mich... Ich kann mich ja gar nicht bücken. Komisch. Ich mag das voll. Es reicht ja vollkommen, so ein Barbie-Häuschen zu haben, oder? Irgendwie kann ich auch ganz besonders viele... wie heißen sie hier? Die Klötzchen anfassen. Ach, guck mal da. 715. Das ist der Code von unserem Schloss. Vor allen Dingen, ich stand da gerade auf den Klötzchen als Schrift, glaube ich, stand da Look, ne? Look, glaube ich. Gucke mal. So, da gehen wir gleich hin. Wir gucken, ist das also 715? Gucken wir mal. So, den nehmen wir auch noch. Komm, ich räume jetzt hier mein Zimmer auf. So. Teddy, ich habe gesagt, du sollst dich setzen. So. Ja. Mama, ich spiele jetzt gleich mal. Oh Gott. Teddy, geh doch mal aufs Bett. Ah, ich kann den rotaten, ne? So. Noch ein bisschen nach hinten knicken. Noch ein bisschen. We don't make mistakes. Oh Gott. We have happy accidents. Ja. Hallo Eule. So, bleib mal da so sitzen. So, jetzt gucke ich mal hier. Was war das? 715. Hallo Eulchen.
Und hallo euch allen da draußen. 715. Oh mein Gott. Da brauchst du ja einen ganzen Schrank, ganzen Schreibtisch für. 7. Was war das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. 715. Dreimal geguckt und immer noch nicht gemerkt. Aber ich bin ja schon. 7, 1. Oh Gott. 1. Das dreht sich aber echt. Was ist denn das für ein Rad? Komm, wir schaffen's. Wir schaffen's. It worked. Wo ist das Schloss hin? Schloss ist verschwunden. Oh Gott, ja, mach mal wieder zu. Krieg ich das Ding jetzt auf? Oh, die ist aber gruselig, die Puppe. Oh, die ist ja mega gruselig. Eigentlich, wenn ich die aufstelle, müsste die Augen aufmachen. Na ja, siehst du? Hallo, Dex. Ich komm dich nachts holen und werde dich töten. Oh, Entschuldigung. Ich wollte der Puppe nicht unter dem Rock gucken. So, wir stellen die jetzt hier. So. So. Meine Lieblingspuppe. Hallo, kleiner Dex. Ich finde das voll schön, dass du mich aus der Kiste rausgeholt hast. Mama hatte mich darin eingesperrt. Halle, 7 Monate. Miep, miep. Miep, miep. Lass mich doch mit ein bisschen Puppen spielen. Mama hatte mich in der Kiste eingesperrt, weil ich mit dem Messer rumgelaufen bin abends. Lalalala. Irgendwie passt die aber hier nicht rein, ne? Warte. So. Sekunde, Leute. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Entschuldigung. So. Ich will ja auch mal mit Puppen. Warum darf ich nicht mit Puppen spielen? Was habt ihr immer? Was ist das? Ach, muss ich davon mehr aufheben? Das war ja wieder was. Zum. Was habe ich jetzt da einen Zettel bekommen? Wie kann ich das auch aufmachen? Hm. F? A? Nee. Irgend. Habe ich mich gerade gebückt? Ah, mit C bückt. Hm? Okay. Und was ist das? Ah, okay, mein Tagebuch. Jetzt habe ich es. Jetzt geht das mit Tab. Alles klar, auf Tab. Die macht... Wow, das ist aber voll schnell. Ja, wird man ja irre. Guck mal, wie schnell die das aufmacht. Oh, das ist voll schnell. Things. Wir haben ein Tagebuch und wir haben einen Inhalator. So, oh, sorry, wieder rein. Wie komme ich da eigentlich wieder zurück? Boah, ist das schnell! Find Stefan and Parents. Und hier wieder zurück. Memories. Ends. Okay, cool. Ich habe hier mehrere Seiten. Die schreibt sich alles Mögliche auf. Okay, voll süß. Nächste Seite. Ah, man kann das mit den Pfeiltasten machen, okay. Aber ich glaube, ich lese jetzt gerade kein A Nightmare. Das hört sich ein bisschen interessanter an. Okay, im Schrank. Okay. Ich glaube. What a beautiful day. Okay, normalerweise kann sie sich nicht an die Träume erinnern, aber diesmal natürlich ja, weil sie länger geschlafen hat. Oder nicht natürlich, ja, sie hat länger geschlafen, kann sich an den Traum erinnern. Normalerweise träumt sie von ihrer Mutter oder vom Reisen oder von irgendwelchen Leuten. Aber diesmal hat sie von Stefan, hat sie Stefan gesehen. Stefan ist, denke ich mal, ihr Bruder vielleicht? Wissen wir noch nicht, wir müssen Stefan aber suchen. Wir haben uns Verstecken gespielt und ich habe mich in meinem Schrank versteckt.
Okay. Sie hat was Luftiges oder Luft, einen Luftzug hinter den Klamotten, also hinter ihren Kleidern gemerkt. Okay. Das sind alles Hinweise. An Notes konnten wir eigentlich auch nochmal gucken. Ich glaube. Ja. Oh Gott, das ist Little Nightmare ist das hier. Der Schrank mit dem Hinter. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Narnia. Aber erstmal gehe ich hier lang. Ich geh nicht in den Schrank. Kann man das eigentlich? That's strange. It doesn't work. Uhrzeit? Okay, 4 Uhr pünktlich. Okay. Okay. Wir können hier gar nicht raus. Aber so dunkel ist es doch gar nicht. Jetzt stell dich mal nicht so an. I'm scared. Komm, dann geh mal rückwärts, wie bei Momo. Auch nicht. Geht auch nicht. Geht nicht. So, wir nehmen. Kann ich das. I remember the day when Dad made this for me. Oh, das hat Papa gemacht. Das hat er aber gut gemacht. I was so happy. This is very dear to me. Das ist schön. This is very dear to me. Okay, mehr brauchen wir nicht. So. Kann ich denn hier eigentlich auch den Hasen da unten mal sehen? Mein Gott, wie kommt der denn da rausgejumpt? Hallo, Mr. Oh, ich wollte das nicht. Hallo, Mr. Bunny. Mr. Bunny, wieso kann ich dich nicht hochheben? So, hallo, Mr. Bunny. Hallo. Wie heiße ich eigentlich? Habe ich einen Namen? Weiß jemand den Namen? Oh, der sieht voll süß aus. Den muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der Teddy ist voll süß gemacht. Was? Wie heiße ich eigentlich? Wie heiße ich eigentlich? Habe ich einen Namen? Notes. Cleaning. Okay, kann ich da draufklicken? Ja. My mom told me to clean my room. Ah, okay. Ich muss 16 Sachen aufräumen. 16 Sachen. 0 von 16 habe ich. Hier. Zählt das jetzt? Pass auf, ich nehme den mal hier rein. Tschüss, Bunny. Ah, 1. Oh Gott, das ist aber voll schnell hier im Menü. Da wird man ja irre. Okay, 1 haben wir. Sollen wir das jetzt machen oder nachher? Sollen wir jetzt aufräumen? Zählen eigentlich diese blöden Blöckchen auch hier? So? Zählt. Okay. Sollen wir jetzt aufräumen oder sollen wir durch den Schrank marschieren? Hier, die Puppe heißt jetzt Dorothy. Dorothy. Tschüss. Zählt die? 3. Ja, geht. Okay. Wir gehen mal durch den Schrank. Oh, wieso ist denn der Schrank eigentlich jetzt plötzlich zu wieder? Sag mal, ist da eben auch schon dieses eklige, riesengroße Spinnennetz gewesen? Irgendwie ist das voll scary da oben, das Zeugs. Oben ist eine Kiste. Ein Suitcase. Ah, okay. Papa muss kommen. Papa? Gut, wir gehen durch den Schrank. Leute. Straight ahead. Durch den Schrank. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? So in einem Schließfach oder was? What was that? Am I asleep? Leave the cave, ja? Wie? Oh, das bin ich! Hallo! Hm? Ihr wisst doch, was ich immer in den Spielen, ganz besonders bei den Horror-Games, anspreche. Ihr wisst es? Ihr wisst es? Genau. Es gibt ein Spiegelbild. Huldig das Spiel. Das erste Spiegelbild, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Oh, das funktioniert sogar. Guck mal. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Lalalala. Und das Kleid bewegt sich auch. Ich habe ein Spiegelbild. Ich weiß, wer ich bin. Oh,
Und ihr macht das sogar auf, das Buch? Ich weiß da nicht, aus dem Rock holt ihr das irgendwie? Aber hey. Hm? Das Spiel kann nur gut sein. Wir haben ein Spiegelbild. Schiff zum Laufen. Oh, Laufen ist nicht gut. Ich habe auch Füße und Hände. Ich glaube, das Spiel ist genau... Was hing eigentlich bitte da? Ach nee, Puppen nicht. Kann ich hier die Fackel haben? Nicht. Ja, aber bei Last of Us ist ja auch von 2020. Und es gibt immer noch Games. Throw. Okay. Ganz kurz, wir was testen. Komm mal mit. Habe ich das Ding jetzt auch in der Hand? Ach cool, also mehr oder weniger. Alter Schwede! Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Ding aufgeht! Ich habe den einzigen funktionierenden Spiegel in der Geschichte der Computerspiele seit 2004 den letzten Spiegel seiner Art zerstört. Was ist denn das? Hä? Oh Mann. Ich wollte doch eigentlich hier lang. Na toll. Oh Gott. Hilf mir hier raus. Das ist Alien. Alien. Dirk, dankeschön. Schier 100, so viel zu dem Spiegelbild. Na toll, ja, finde ich auch. Runter damit hier. Du hast den Spiegel kaputt gemacht. Oh, es spritzt sogar was. Das Spiel ist gut. Boah, ich gehe echt hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt gleich bricht, das Ding hier. Oh Gott! Ey Mann! Ich muss echt voll aushelfen! Du Scheißvogel! Don't look down! Aber guck mal, wenigstens geradeaus! Oh nein, jetzt kriegt ihr Asthmaanfälle! Nicht Asthmaanfälle auf der Brücke, Mann! Mädel! Oh mein fucking goodness! Go, 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 go! Willst du jetzt wirklich das Ding hier saufen, spritzen, schlürfen, einatmen? Ich komm! Wir machen das schon! Wir schaffen es! Ah, okay. Bei stressigen Situationen ist die am Hyperventilieren. Ah, guck mal hier. Oh Gott, das ist ja wie Amnesia hier. Kerzen suchen. Hier kommt doch irgendwo Licht her. One part is missing. Glas kaputt. Wir haben Glas. Habe ich da hinten eine Glasscheibe liegen lassen? Warum zum Eiermann sind hier Schließfächer? Ah, ich muss mich bestimmt jetzt gleich verstecken. Okay, ist ein Spiegel. Huh? Ist ein Zettel? Ja? Muss ich das selber jetzt aufmachen im Menü? Oh nein, 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 der Spiegel. Oh Mann. Der einzige Spiegel habe ich kaputt gemacht. Der einzige Spiegel, den wir jemals im Leben... Ups, mein Gott. Leave the cave. Okay. Das machen wir ja noch. Aber Mirror Ride. Okay, das habe ich auch verstanden, dass ich ein Stück suchen muss. Das ist okay. Aber Cleaning. Weitere zurück. Memories. Ants. Nightmare. The Lighthouse. Gisella, okay. Gisella ist eine Freundin von mir und sie wohnt in einem ihr Dingshaus. Lighthouse. Wer ist das auf Deutsch? Dings. Fällt mir gerade nicht ein.
Leuchtturm, meine ich doch, habe ich doch gesagt. So, mal wieder zurück. Ich muss, ich denke mal, wir haben da hinten... Oh Gott. Kann ich auch schneller gehen? Oh Gott, ich muss das immer ausgleichen. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber auch ausgerechnet, hier muss es reinregnen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leuchtturm, Leuchtturm. Komm, schaffst du, schaffst du. Ich will mal unserem lieben Mädchen einen Namen geben. Sag mal, wo ist denn hier ein Stück Spiegel? Oh. Oh Gott, das kannst du doch keinem Kind sagen. Pack das... Oh, hier ist wieder der Spiegel kaputt. Aber... Oh, schade. Wir hatten eben ein Spiegelbild. So. Sag mal, ist da was in der Ecke? Sieht so dunkel aus. Nee. Gut, dann wieder drüber. Was ist denn das für ein Loch hier? Ist sie Lisa? Nee, oder? Nee, ich geb dem Mädchen keinen Namen, einfach so. Aber Lisa wäre jetzt auch gar nicht mal so ein böser Name, ne? Ich weiß schon ganz genau, was ihr jetzt schon wieder für Ideen habt für Namen. Und nicht jetzt, Kim! Dankeschön. Schulaf 109 Dexi. Ich freue mich zwar sehr, dich zu sehen, aber deine Webcam ist genau über den Sam-Objekten. Kannst du die, wenn du Zeit hast, verschieben? Kleiner als 3. Warum muss das die Kim mir so sagen? Warum habt ihr mir das vorher nicht gesagt? Was verdeckt das nochmal? Das verdeckt diese einen Sachen, ne? Pass auf. Das können wir nochmal schnell machen. Ich verschiebe mal ganz schnell the Cam. Geht ja ganz schnell. Machen wir im Sekundentakt so. So. Und die Donations schieben wir natürlich mit. So. Okay. Dann lassen wir es hier unten. Okay, ist die Cam besser hier? Besser, glaube ich, oder? Ich will hoffen, dass wir jetzt nichts anderes verdecken. The mirror is broken. The mirror is broken. Ja, ich weiß. Hm? Ach so, stimmt ja, ich konnte ja eh drücken, dann hätte ich wieder was gesehen. Aber wie setze ich was ein? Tab? Things. Ah. Wow, das ist so schnell hier drin. Oh Gott. A piece of the mirror, genau. Schön. Passte ja, genau. Es ist ein Wunder, dass ich da hinten eine Scheibe kaputtgeschlagen habe. Und jetzt passt es. Was mache ich eigentlich damit? Ja, das weiß ich, was ich damit mache, aber kann ich die... Okay. Und ich habe ich eigentlich ein Diary? Ein Tagebuch? In meinem Tagebuch? Kann das sein? Okay, immer wenn ich traurig bin... Das ist ja üblich, ne? Wenn man traurig ist oder bla 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 und nicht mit jemandem sprechen will, oder mit der Mama, dann schreibt man in ein Tagebuch. La 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 la. Genau. Wenn ihr, lass mal hier drin. Lass mal schön hier drin. So, und jetzt machen wir das Lichtspielchen, ne? Gucken. Wow. Ist hier noch ein Spiegel? Nee. Der muss da rüber. Oh Gott. Drehen. Der muss da rüber. Okay. Und den drehen wir jetzt... Wohin? Ah, hier ist noch ein Spiegel. Okay, den drehen wir jetzt... Schau, dass das Spiegelbild nicht da ist. So. Oh Gott. Drehen. Passt? Nö. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung, also hier, nicht die Steuerung, das Drehen wieder der Objekte ist mal wieder der Horror. Sieht man hier irgendwo mal was? Man sieht gar keinen Strahl oder so. Sehr, sehr, oh Gott, das ist ja komisch. Oder kann das sein? Nee, der muss auf den, dann der auf den und der da hinten, ist klar, aber... Irgendwie kriege ich das hier. Macht ihr das jetzt? Oh Gott. Das
geht doch gar nicht. Das... Hä? Wieso macht er das nicht? Der kann doch, glaube ich, nicht da darüber, oder? Ne, der ist ja der Dings dazwischen. Warum strahlt er den jetzt nicht an? Das verstehe ich nicht. Schau, dass man den Strahl nicht sieht. Das wäre, glaube ich, alles ein bisschen einfacher, finde ich. Irgendwie voll gruselig. Spiegelkabinett mit Decks, ja. Das ist aber richtig. Der hat das ja schon hell gemacht. Aber irgendwie... Also so stark kann er ja nicht eine Neigung bekommen, weil dann wäre das ja totale Banane. Nee, der muss schon so bleiben, der Spiegel, der ist schon richtig. Und der ist eigentlich auch irgendwie richtig, aber irgendwie kann das sein, dass ich den nicht mehr richtig anstrahle. Ah, okay, ja, jetzt, okay, so. Ah, und das ist jetzt der Strahl, der da vorne hinfällt. Oh Gott, drehen. Jetzt machen wir es richtig, okay. Okay, wir können den ja nochmal schon mal schieben, komm. So, ein bisschen, so. Oh, ist das ein... Nee, war zu viel. War zu viel. So, das ist okay. Jetzt strahlt der hier gegen den... Nee, noch nicht ganz. Also, ich sag... Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, die... Wer steht denn da hinten? Die Steuerung des Bewegens ist glaube ich, aber auch bei den meisten Spielen so. Das ist ganz, ganz komisch immer irgendwie. So. Wir hoffen, dass der freundlich ist. Was soll das bitte sein? Schade, dass man im Spiegel mein Spiegelbild mir nicht mehr sieht. Ah, okay. Poppenkopf. Kann ich da noch was machen? Oh Gott. Der hatte übrigens das Rad im Maul, also im Mund. Aber Teile. Bleib bitte da stehen, ja? Okay, bleib da stehen. Alles gut. Again, ja. Ich habe auch keine Lust mehr, hier rüber zu gehen. Ist voll gefährlich. Du musst echt voll ausgleichen. Die geht immer, also das ganze Teil wackelt immer hin und her. Und dann rutscht die immer so ein bisschen mehr links und nach rechts ab. Juhu! Was? Mami. Oh, wie sie Mami gesagt hat. Oh, wie sie Mami gesagt hat. Das fand ich gerade richtig, richtig, richtig süß. Mami. Da kam gerade ein Flugzeug von oben runtergefallen. Ich glaube, wir sind in einem Traum. Also ich denke mal jetzt so gerade nicht, dass hier gerade so Flugzeuge hier irgendwie vorbei kann. Mami hat dir gesagt. Das war die Air Force One. Da kann ich einfach hier draufklicken und dann geht das? No way. Ich hab's verstanden. Okay, oh Gott. Sorry Leute, das Wackeln. Das ist so... Wenn du Objekte bewegen musst, dann ziehst du echt über den ganzen Schreibtisch. Und wenn du jetzt im Menü bist, guck mal hier. Ich bewege meine Maus gar nicht. Oh Mann, heftig. Wow. Wo habe ich denn das? Unter meinem Rock gehabt.